Hey, willkommen zu Fit durch den Advent Part 2. Heute geht's an die Bauchmuskulatur. Übung Nummer 1 sind die Russian Twists. Hierbei setzen wir uns mit angewinkelten Beinen auf den Boden. Wer will, kann die Beine auch abheben. Der leicht nach hinten geneigte Oberkörper wird jetzt immer zur Seite rotiert und die Hände berühren auf der gegenüberliegenden Seite den Boden. Übung Nummer 2, Planking. Grundposition hier ist der Liegestütz oder Unterarmstütz. Der Rücken sollte hier nicht durchhängen und das Gesäß sollte nicht nach oben weggestreckt werden. Der Körper soll von oben bis unten eine Linie bilden. Während wir diese Position so halten, kann optional ein Bein weggestreckt und auf und ab geführt werden. Noch ein bisschen anspruchsvoller ist es, wenn das Bein dann zur Seite weggeführt wird. Achtet dabei aber immer auf die technische Ausführung. Übung Nummer 3, Dying Bugs. Wir liegen auf dem Rücken und haben beide Beine 90 Grad angewinkelt. Mit dem jeweils gegenüberliegenden Arm und Bein bauen wir Spannung auf, sodass die Lendenwirbelsäule dauerhaft Bodenkontakt hat. Arm und Bein der jeweils anderen Seite werden dann gerade weggestreckt. Das gleiche wiederholen wir dann auf der anderen Seite. Und achtet immer darauf, genügend Spannung im Bauch zu haben, sodass kein Hohlkreuz entsteht. Übung Nummer 4, Crunches. In Rückenlage sind die Beine leicht angewinkelt aufgesetzt und wir heben mit gestreckten Armen den Oberkörper leicht ab, bis die Schulterblätter den Boden verlassen. Es muss gar nicht so weit sein, nur so weit, dass schön Spannung in der Bauchmuskulatur entsteht und deshalb braucht ihr auch gar nicht schnell arbeiten und auch möglichst ohne Schwung. Übung Nummer 5, Leg Raises. In Rückenlage bringen wir die gestreckten Beine in die Senkrechte. Wer will, kann auch die Hüfte mit abheben und diese ebenfalls in die Höhe strecken. Wie gewohnt kommt gleich noch die Übersicht über das Programm. Danke fürs Mitmachen und bis zur nächsten Woche zu Workout Nummer 3.